Und wie versprochen ist hier auch schon Folge 11 des Portal 2 Let's Plays von magusdesire.de. Wir starten gleich durch und gucken, was uns so erwartet. Weil, ja, ob ich jetzt noch langsam so viele Erinnerungen an das Spiel habe, sei mal dahingestellt. Also vielleicht lerne ich ja auch was Neues. Das werden wir mal sehen. Wahrscheinlich wird so in 12 Minuten, wenn wir wieder dezent darauf hingewiesen, wir leben in einem Staat, in dem trotzdem ständig die Kirche einen nerven darf. Ja, also dann ist nämlich 12 Uhr mittags. Wuhu! Deswegen sind wir jetzt hier im Staat. Yeah, made this test myself. Out of smaller tests that I found lying around. Jammed them all together. Buttons, got funnels, bottomless pits are involved. It's got it all. It's got it all. Absolute dynamite. Gut, jetzt haben wir das Ding hier und... Aha. Gut, bringt uns das irgendwie voran? Wir probieren es einfach mal. Yippie! Geronimo! Okay, wir werden jetzt hier so durch die Gegend... Naja, in der Theorie war es super. Ja, in der Theorie war es echt klasse. In der Praxis eher nicht. Aber wir sind immer noch in Weezy Laboratories. Buttons, got funnels, bottomless pits are involved. It's got it all. It's got it all. Absolute dynamite. Ist ein bisschen doof hier. Aber gut, Weasley ist ja auch nicht gerade dafür bekannt, dass er hier die Top-Sachen produziert. Jetzt. Also, jetzt werde ich so da lang gefahren. Das heißt, ich habe eigentlich genug Möglichkeiten, dann runterzufallen. Genau, jetzt lande ich nämlich eine Etage weiter oben. Nein! Verdammt, es war die falsche mal wieder. Es war die falsche. Leck mich doch am Arsch. Ja. Ist das deprimierend? Na, wenn ich den Satz noch einmal höre, hau ich ihm aufs Maul. Hau. Bottomless pits are involved. It's got it all. It's got it all. Absolute dynamite. Okay, gucken wir mal, was passiert, wenn wir es so machen. Transportiert er? Ja, er transportiert. Okay, dann probieren wir es halt nochmal. Dann sind wir da hinten bei irgendeiner Ecke, die uns dann hoffentlich irgendwo auch aufhält. Ja. Wie komme ich jetzt weiter? Wir müssen ja dahinter. Okay, so geht's. Landen wir da und das ist ja schon mal nicht verkehrt. Alright, okay, this is taking too long, okay? I'll just tell you how to solve the test, okay? See that button over there, alright? You just need... That's why I can't help you solve the tests. Never mind. Never mind, solve it yourself. You're on your own. Okay, jetzt ist es hier und das... Ah, fuck it. Ja. We are so fucking clever. If we were more clever, we would shit ourselves. Ich fange schon wieder an, Englisch zu reden. Na, deprimierend. Wenn man halt keine Witze mehr auf Deutsch machen kann, dann macht man sie halt auf Englisch. So. Also, das jetzt hier hin. Yippie! Oh, yes! Well done. Thanks. All we had to do was pull that lever. What? What do
Well, no, you press the button. I know we're in a lot of trouble and probably about to die. Das ist so geil. Es wird ja auch noch gereizt. Ach ja. Psycho-Spielchen. Psychotraktor. Sau cooles Lied übrigens von Ruskaya. Kann ich nur empfehlen. Psychotraktor. I got us some good news. He's going to run out of test chambers eventually. I never stockpiled them. I'm coming, coming. Don't start yet, don't start yet. You are not going to believe this. I found a sealed off wing. Hundreds, hundreds of perfectly good test chambers. Just sitting there. Filled with skeletons. Shook them out. Good as new. You idiot! Just as mementos, though. And there we go. To be honest, you can't even tell, can you? Seamless. Was zum Henker? Hat dieser Irre dort verbrochen? Der gehört doch echt geschlagen. So hoch wollte ich eigentlich nicht. Also nochmal. Das hier. Ach Gott. Hierhin. Hierhin. Ich Vollpfosten. Auch wieder zu weit gemacht. Damit ich es eigentlich gleich machen können. Irgendwer unterhält sich da draußen. Denkt, ja, gleich kommt die Kirche. Hallo? Kommt das Vieh raus? Ach, da oben. Soll man das kriegen? Okay, hab ich. Hab ich. Gut. Jetzt kommt das Vieh zu mir. Okay. Da ist jetzt blöderweise halt ein Ziel, dem wir wahrscheinlich nichts anfangen können. Obwohl, eigentlich. Können wir damit schon was anfangen, nur wir sind mal wieder zu blöd. Ach, diese scheiß verfickten Bremsen. Ja, die Tage am Badesee, das erste Mal des Jahr. Deprimierend, ne? Für Mitte Juli. Naja, und dort gibt es leider sehr, sehr viele Bremsen. Also und jetzt nicht die gefährlichen Bremsen, die auf die bei Toyota-Autos immer für Probleme machen, weil sie ein Gaspedal sind. Nein, ich rede von den richtig, richtig nervigen Bremsen. Sag mal, dieses Scheißvieh, warum läuft denn das weg? Was soll denn der Mist? Gut. Also. Ja, geht doch. Also, jetzt müssen wir das dahinter bringen. Genau, das ist das, was wir hier jetzt brauchen. Ist die richtige Höhe? Nein, war es natürlich nicht. Oh, here we go. Here it comes. Ich will hier weg. Oh, disappointing. Ah, Gott. Diese Viecher, die nerven aber auch. Oh no. Ah. It's happening sooner than I expected. I'm sure we'll be fine. Irgendwas brummt hier gerade sau übel. Ach, das ist draußen. Ich dachte gerade, das, was da gerade brummt, das klingt nicht gut. Aber dabei war es nur ein Moped. Gott, ich werde noch paranoid. Keep testing,
Ja, keep testing. Ja, ja, ja. So that last test was seriously disappointing. Apparently, being civil isn't motivating you. So let's try her way, all right? Fatty, adopted Fatty. Fatty, no parents. What? What exactly is wrong with being adopted? What's wrong with being adopted? lack of parents. For the record, you are adopted and that's terrible. And also, nothing. But some of my best friends actually are orphans. Also, but look at her, you moron. She's not fat. I am not a moron! Just do the test. Just do the test. Schießen wir erstmal los. Ach, das Ding dreht um! Haha! That's cool. Also, holen wir uns mal damit. Das müsste ja eigentlich im Wirkungsbereich von dem Teil liegen, oder? Liegt blöderweise nicht. Liegt es jetzt drin? Im Wirkungsbereich? Ja, liegt es. So, jetzt holen wir uns das Vieh her. Und im richtigen Moment werden wir das hier drücken. Und uns das Ding wieder in die andere Richtung holen. Haha. I am sick bastard. Haha, ich bin so cool. Hat es jetzt nicht so sehr gebracht. Okay, und jetzt müssen wir einfach nur da durch. Das war's schon? Echt jetzt? Wir müssen jetzt nur noch nach da oben kommen, was aber jetzt ja nicht so schwer ist. Jawohl, eigentlich schon, ne? Oder, ach, die Tür ist immer offen. Ach, die ist immer offen. Haha. Müssen wir jetzt ja eigentlich nur noch das Ding hier dann wieder loskriegen. Genau. Also einfach. If I'm such a moron, why can't you solve a simple test? I might have pushed that moron thing a little too far this time. Okay, so langsam denkt er sich immer schwerere Tests aus. Was ja prinzipiell für den Schwierigkeitsgrad kein Problem ist. Aber, naja. Oh Gott, jetzt dutzt es da im Hintergrund. Ding dong, ding dong, dong. Der ist frei. Oh, sorry. I hope that didn't disturb you too much then. It was the sound of books. Pages being turned. So that's just what I was doing. Just reading, books. So not a moral. Anyway, just finish the last one. Just know the hardest one. Machiavelli. Do not know what all the fuss was about. Understood it perfectly. Have you read that one? Yeah. Yeah, thanked it. Well, on with the test. Wish there was more books. Well, there's not. Okay, wir dotzen jetzt hier so hin und her. Was uns jetzt prinzipiell nicht wirklich voranbringt. Aber da oben, haha, das habe ich gerade gar nicht gesehen. Okay. Gut. Also. Jetzt landen wir hier oben. Müssen aber letzten Endes irgendwie da unten landen. Das Problem ist, wir haben keinen Reiseumkehrer. Das heißt, wir kommen nicht so ohne weiteres darüber. Och Gott, kann dieses Gebimmel da jetzt endlich mal die Klappe halten? Oh Gott, nervt das. Aber wir müssen darüber. Da vorne ist dann der Knopf. Der wahrscheinlich dann das Ding umdreht. Nämlich, also nicht der Knopf, sondern der Button. Oder öffnet der nur die Tür? Was ein bisschen witzlos wäre. Da drüben, das bringt uns voran. Die Frage ist jetzt nur, wie. Also. Müssen wir es jetzt irgendwie schaffen, darüber zu kommen. Ohne uns irgendwie die Haxen zu brechen.
Super. Gut, man kann jetzt natürlich das hier machen. So kommt man nämlich auch nach oben. Was aber nicht ganz Sinn und Zweck der Sache ist. Das ist ein bisschen bug-using. Ja, gut. Machen wir es halt doch auf die Art und Weise. Ficken. Okay, das, ich verwende schon wieder viel zu viele unflätige Wörter. Die schauen doch Kinder zu. Du Buddha-Hur. Wie komme ich da rüber? Kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Das da so rüber tun. Naja. Bringt mir halt nichts. Wirklich gar nichts. So rum bringt das halt auch nichts. Dann landen wir einfach nur auf der anderen Seite. Wir müssen es halt schaffen, da irgendwie so schräg dann nach oben zu kommen. Warum klappt das nicht? Kurze Fix noch eins. Das kann eigentlich nicht so schwer sein. Also es muss ja was mit dem da in der Mitte zu tun haben. Sonst wäre das Teil da ja nicht da. Aber wie kommen wir da runter? Ach! Ja. Das typische Problem, was auch Schüler haben mit dem Satz Pythagoras oder mit dem Strahlensatz. Die versuchen dann einfach nur ständig mit dem gleichen Thema was zu lösen. Auch wenn das natürlich in dem Moment gar keinen Sinn macht. Wir haben jetzt alles versucht, mit diesen Strahlen hier zu arbeiten, auch wenn es gerade keinen Sinn gemacht hat. Gut. Das landet jetzt hier. Wenn wir jetzt das Ding hier wieder hier hinsetzen, gibt es uns das nämlich genauso hier rüber. Und wir können raus. Also, irgendwas ist bei dem, bei seinen Schaltkreisen nicht so ganz gescheit verdrahtet. Und deswegen muss er jetzt nicht einfach nur testen, wie es bei GLaDOS ist, sondern, naja, er muss immer, immer schwerer. Yes. An Operator Error Exception has occurred at irgendeine Speicheradresse. Neutron Multiplication Rate at Spike Value. Hm. Okay. Anscheinend geht irgendein Fusion-Reaktor wahrscheinlich in den Arsch. Don't mind me. Just moving the old test chamber a little bit closer to me. Out of thought, maybe proximity to the test solving might give us stronger results. What was that? Nothing. Oh, sorry, I could have sworn you said something. Okay. Ah, oh, ich habe gerade so ein ganz, ganz mieses Quietschgeräusch auf dem Ohr. Das ist ja sau eklig. Okay, das müsste mich eigentlich aufhalten. Genau.
Dann lande ich hier oben. Das ist der Weg, den ich dann gehen müsste. Blöderweise macht das hier nicht das, was ich will. Ach, verdammt. Falsche Sache. Naja. Das geht ja auch so. Genau. Das sind da unten meine Viecherchen. Wo landet das Ding jetzt eigentlich? Ach, da. Ja. Ganz großes Kino. Also, wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass das Ding aufgehalten wird. Was weniger das Problem ist. Ich frage mich nur, warum? Ist da oben dann auch so ein Sprungteil nochmal? Na gut. Ach, warum schießt denn als das falsche Portal? Gut. Das bleibt jetzt stehen. Jetzt kann ich das da runter machen. Genau, jetzt kann ich so durch. Kann ich das hier hinsetzen. Kann so rüber. Der Test ist echt cool gemacht, auf jeden Fall. So, jetzt muss das hier wieder hin. Der ist echt cool. Muss man zwar ein bisschen um die Ecke denken, aber das ist nicht so dramatisch. So, Are you absolutely sure you're solving these correctly? I mean, yes, you solved it, but I'm wondering if maybe there's a number of ways to solve them and you're picking all the worst ways. No, no, that was the solution. Ah, what am I missing? Ja, also er wird immer mehr wahnsinnig. Gut, nicht, dass er vorher großartig zurechnungsfähig gewesen wäre, aber jetzt wird er halt wirklich blöd im Kopf. Gut. Was ich aber lustig finde, wie wir die Kartoffeln mitnehmen können. Weil eigentlich gibt es der Definition nach ja nicht wirklich irgendwie Sinn, oder? Weil es darf ja nichts aus den Laborräumen einzeln mitgenommen werden. Und das Vieh war ja irgendwo aus den Laborräumen. Have a brainwave. I'm gonna tape you solving these and then watch 10 at once. Get a more sort of concentrated burst of science. Oh, on a related note, I am gonna need you to solve these 10 times as fast. Anyway, just give me a wave, would you, before you solve this one, alright? I don't want to spoil the ending for when I watch it later. Okay, also das Ding gibt mir jetzt hier was. Dann, so rüber. Das Orangene dahin schießen. Das schießt uns jetzt darüber. Wir können dieses Vieh hier holen. Diese Viecher sind so goldig. So. Das macht jetzt irgendwas anderes total Tolles. Auf jeden Fall buttont das da oben dann irgendwas. Was ja nie verkehrt ist, wenn irgendwas gebuttont wird. So. Okay. What did just happen? Ach, das hat uns ein bisschen das runtergesetzt. Ah, okay. Okay. Ach ja, ich sehe. Also wir müssen das hier runter transportieren. Dann hört das Ding da auf. Nicht einfach kaputt gehen. Okay, da ist es jetzt gelandet.
Dieser Laser, sorgt er dafür, dass... Zerstört er diesen Cube oder unterbricht er ihn einfach nur? Weil da ist so ziemlich alles mit drin. Irgendwelche Schaltkreise, Viecher, Hamster... Okay. Das wird jetzt unterbrochen. Das ist, wenn man nichts Verkehrtes. Ja. Jetzt kommen wir hier rum. Gut. Also. Jetzt bewegt sich das Ding hier nicht mehr. Was uns genau was bringt? Sirius. Was bringt es uns? Wenn wir das hier unterbrechen. Eigentlich ja mal eher gesagt nichts. Ne? Hat das Ding eine Spiegelfunktion? Ne, eine Spiegelfunktion hat es nicht. Also müssen wir es irgendwie schaffen, dass das Ding was spiegeln kann. Nur wie? Wie schaffen wir das? Vor allem, wofür ist halt diese Schräge hier? Wofür ist die? Oben noch irgendwas verpasst? Okay, also probieren wir es nochmal. Ich wollte eigentlich nur gucken, was da oben ist. Ist da hinten irgendwas? Nö. Da oben ist nichts mehr. Also hier ist nirgendwo ein Spiegel, mit dem wir hier was durch die Gegend transportieren können. Lauert die eine Hälfte und das andere macht das. Ich hatte irgendwie gedacht, dass hier vielleicht noch was ist, aber... That's in fact not true. Ach, da oben ist noch was. Haha. Okay, also wir brauchen jetzt doch dieses Teil. Weil wir müssen dahinter uns irgendwie kriegen. Die Frage ist nur, es blockieren. Aber trotzdem... weit genug fliegen. Ah ja. Idee. Also. Unterbrechen. Durchgehen. Da drauf schießen. Ja, das war jetzt ein bisschen blöd, weil das da hinten hat man fast nicht gesehen. Aber jetzt nicht so elegant gemacht von dem Spiel. Aber gut, unelegante Lösungen dürfen auch mal in so einem an sich genialen Spiel vorkommen. Genau. Jetzt haben wir hier auch das Ding, was ich da die ganze Zeit gesucht habe. Okay. Damit können wir das jetzt nach da oben bringen. Und das holt uns hoffentlich vielleicht das Ding dann auch nach unten, das Teil, ein bisschen weh. Genau, das holt uns das jetzt hier hin. Das fährt uns das jetzt nach oben. Und jetzt müssen wir das Ding hier noch wegmachen. Was dann letzten Endes uns das Ding transportiert.
dann müsste es eigentlich auf halbwegs einer Höhe sein. Genau. You just solved it, didn't you? Ja. I told you to tell me before. Why are you making this so hard for me? Remember when I told you that he was specifically designed to make bad decisions? Because I think he's decided not to maintain any of the crucial functions required to keep this facility from exploding. Okay, also wir haben jetzt gerade gesagt bekommen, der wird die Bude in die Luft sprengen. Und, ey, kann ich mir einen geileren Cliffhanger vorstellen? Für die Folge? Nein, ja wohl mal nicht. Und deswegen laufe ich jetzt hier gerade mitten während der Aufnahme durchs Zimmer. Tu so, als wäre ich cool. So, sie pinst rum, wir speichern. Und beenden bei, ja, fast 32 Minuten einfach die Aufnahme. Mann, sind wir assig. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.